Wie es mir geht, gute Frage, kann ich selber nicht beantworten. Mach mir gerade ein paar Gedanken. Das hört sich nicht so gut an. Aber ich hoffe, der Stream erheitert dich. Du kommst genau richtig. Ich bin fertig geworden mit den Vorbereitungen. Tritt dich vor mir. Dann trete ich dich vor mir. Und jetzt einen Schritt zurück. Und noch einen Schritt zurück. Sehr gut, ich werde dir jetzt den Segen vorbereiten. Bedana, Holinda, Marial, Evila, Diosa, Jung, Sion. Donaya, Miracle, Wein, Villari, Vina, Donaya, Votani. Gesundheit. Es ist vollbracht, du hast den Segen des Lichts erhalten. Lass mich raten, Game Over. Der Wald hat sich verändert. Der Schatten muss gespürt haben, dass irgendwo tief in diesem Wald ein mächtiges Lichtwesen wohnt. Dieser Wald ist jetzt besonders gefährlich. Mächtige Wesen sind jetzt in diesem Wald erwacht. Ah, jetzt erst. Weißt du, die Spinne mit den Ultra-Duper-Gift-Buff, das war noch nicht böse. Ich weiß, dass dieser Wald besonders gefährlich ist. Großvater hatte mich vor dem Finsterwald gewarnt. Ja, sehr schön. Dein Großvater? Ja, mein Großvater hatte die Welt bereist. Es könnte sein, dass ich ihm damals begegnet bin. Wie sieht dein Großvater aus? Hatte er besondere Merkmale, eine Art Symbol? Ja, er trug eine Kette am Hals, wo sich an dem Enden Pfeile befanden. Sie hatte eine Goldfarbe und am Rand rote Verzierungen. Ein Kreuz, wo sich am Ende die Pfeile befanden? Das ist das Symbol der Schatten! Jetzt wo du sagst? Stimmt, wo du es erwähnst, habe ich bei der Schattenhöhle dasselbe Symbol gesehen. Aber gleichzeitig ein Lichtsymbol wegen der Goldfarbe. Ich bin schon wieder verwirrt. Mir ist auch was aufgefallen. Wenn es hell oder dunkel war, schimmerte seine Kette in hellblauen Tönen. Hellblau? Ich verstehe. Dann ist das dieses Element. Dieses Element. Der große König hatte damals vor 100 Jahren Licht und Schatten vereinigt und dieses Element erschaffen. Genau dieses. Ja, genau dieses, ne? Also dieses Element. Das Element? Großvater hatte auch die letzte Reise in der Elementhöhle gemacht und dann ist er wieder heimgekehrt. Ich dachte jetzt, dann ist er nicht mehr heimgekehrt, aber jo. Gemacht und dann ist er wieder heimgekehrt. Wie undramatisch. Ich verstehe, du suchst nach der Vergangenheit von deinem Großvater und diese Antwort wirst du in dieser sogenannten Elementhöhle finden. Der Schatten wird immer bedrohlicher, du musst jetzt gehen, wenn du es heil aus dem Wald schaffen willst. Hier in der Nähe gibt es einen besonderen Ort, wieder mal. Dort kannst du dich ausruhen und bist vor dem Schatten geschützt, finde ihn. Mach dir um mich keine Sorgen, ich habe den Wald schon Jahrzehnte überlebt und ich werde es noch einige Jahrzehnte schaffen. Geh jetzt, junger Ritter. Ah ja, okay. Du hast einen ganz besonderen Enkel. Er ist dir sehr ähnlich. Ich muss aus dem Wald entkommen. Nein, schon wieder. Es geht schon wieder um Zeit. Warum? Eine Lagerstelle. Aber woher bekomme ich das Feuer? Was war das und wieso war der Blitz lila? Das war kein natürlicher Blitz. Irgendjemand hat es getan. Aber bloß wer? Ehe ich meine Zeit verliere, sollte ich mich mal gut ausruhen. Ja, klar. Ich meine, alles wird zerstört, dann kommen wir uns mal aus, ne? Rundherum Blitze, Donner, Wald wird zerstört und so, aber hey, und jetzt muss ich mich beeilen. So, ich habe jetzt mal 2 Stunden gepennt und jetzt muss ich mich natürlich beeilen. Aha. Welche Richtung? Oh, natürlich. Hier kann ich nicht durch. Der Schatten verschwindet mit dem Weg. Ja. Vielleicht kann der Schatten beseitigt werden. Es ist kein Durchkommen möglich. Ja. Schattenbär will kämpfen. Oh nein! Räuspert sich in alter Sprache. Um mich mal selbst zum Spiel zu äußern, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich weird. Auch die Erzählweise. Ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist ein böser Bär.
Die Synchronsprecher wirken ziemlich lustlos und das mit den ständigen Timer-Events geht mir auch etwas auf den Keks. Obwohl ich nur zuschaue und auch einige andere Dinge, es ist leider überhaupt nicht meins. Nicht böse gemeint, versteht sich. Zumindest die Charaktergrafik sind schick. Ja, die Bass, muss ich sagen, die sind schick gemacht worden. Aber die Erzählgeschichte ist wirklich weird. Vielleicht sind wir auch in der Matrix. Zum Glück geht der Kampf hier jetzt eine Viertelstunde, ne? Eine Waffe fürs Licht, nur für, bei Lichtsägen. Schauen wir da absorbiert und 20% auf Blindheit. Lichtschild. Komm. Auf den Kopf, du Junge. Und um die Nullentwickler zu zitieren, die Geschichte ist nicht weird. Ihr versteht nur nicht, der Tiefel sind dahinter. Ja. Das ist doch das Magnuskraut. Großvater hat mir davon erzählt. Das Magnuskraut kann nur im Mondlicht gefunden werden. Oh. Dieses Kraut besitzt heilende Kräfte. Mhm. Dieses Kraut wird mir helfen, heil aus dem Wald zu entkommen. Ah ja, okay. Oh, nicht schon wieder. Es ist kein Durchkommen, natürlich nicht. Welche Richtung? Okay, hoch konnte ich auch. Nice, okay. Die Soundeffekte übertönen manchmal die Synchro. Ja, das ist wieder so halt. Oh oh. Ich hoffe, die Spinne hat jetzt kein Gift. Ich hoffe, die Zeit wird hier nicht knapp. Oh, Kacke. Hat gewonnen. Zertrampel natürlich. Nein! Oh Gott, muss ich jetzt eigentlich kämpfen? Wie viel Magnuskraut brauche ich eigentlich schon wieder? Das wird ja schon wieder nicht erzählt hier. Du brauchst wieder Hinweise zum geheimen Gegenstand, ja. Ich habe genug geholfen. Der letzte versteckt sich in diesem Wald. Finde ihn. Also diese Tipps sind grandios. Ja, Spiel, gib mir einen Tipp. Spiel. Nope. Oh. Warte mal, verliere ich eigentlich. Ich bin ja noch immer vergiftet, ne? Warte mal. Nee, Quatsch, ich hab die Rüstung nicht abgelegt. Das stimmt mir fast schon. Natürlich ist das zertrampelt.
Oh, das ist eine Spinne. Oh oh. Nein! Nein, nicht verteidigen! Idiot! Ach nee. Jetzt bin ich weg. Ich muss mich schon wieder beeilen. Oh boy. Do 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 do.
Natürlich! Oh, komm! Ach, come on jetzt! Hätte mich jetzt auch mal vergiftet. Zertrampelt. Und von der Seite eigentlich da hier? Das ist also dieser Ort, wovon der Waldgnom gesprochen hatte. Oh. Was passiert da? Oh, ich darf speichern. Puh. Ich fühle mich besser. Die Lichtmagie wurde verstärkt. Die Dauer der Magie wurde erhöht. Wenn ich mich nochmal ausruhen will, muss ich die Statue ansprechen. Oh nein. Jetzt muss ich wieder runter, ja? Ah ja, der Weg ist frei. Was für eine unglaubliche Macht. Brauchst du Hilfe, hier rauszukommen? Ich brauche Hilfe. Obwohl der Ausgang nicht mehr sehr weit ist. Hm? Na gut, ich helfe dir. Du hast eine Karte erhalten. Je grüner sie wird, desto mehr näherst du dich dem Ausgang. Ah ja. Hier, sage ich richtig bin? Hm. Mensch, wo ist das gerade? Oh ne, ich muss weiter runter, okay. Aber hier ist doch der Weg aufgegangen, ne?
Der Schatten hat sich beruhigt, mein Segen lässt langsam nach, aber ich habe die Techniken nicht vergessen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange ich die Lichttechniken nutzen kann. Aber hier könnte es zu einem gefährlichen Kampf kommen. Es wird empfohlen, den Spielstand jetzt zu sichern. Spielstand jetzt sichern? Nö. Die Kämpfe, die jetzt kommen sollten, muss man nicht gewinnen, um das Spiel durchzuspielen. Ach so, aha. Diese Kämpfe können nicht durch den Spielertyp verändert werden. Wow, cool. Was ist das? Kann es denn sein? Das ist es. Das ist ein Lichtportal. Dieser bringt mich sicher zurück zur Statue. Bestimmt hat sich hier in der Nähe der Statue ein weiteres Portal geöffnet. So habe ich die Möglichkeit, stärker zu werden, indem ich weitere Schattenwesen besiege. Sie sind noch aktiv, auch wenn der Schatten sich beruhigt hat. Vielleicht finde ich ein Geheimnis in der Nähe der Statue. Drei Abzweigungen, welche soll ich nehmen? Game over. Die Anzeigen der Kämpfe können jederzeit beeinflusst werden. Einige Kämpfe kann man beim letzten Spielstand noch ändern. Ein Kampf kann geändert werden durch einen anderen Kampf. Manchmal kann man die Kämpfe gar nicht mehr beeinflussen. Willst du diesen Weg nehmen? Kampf unmöglich. Der Schatten, der mich angriff, war unglaublich mächtig, aber zum Glück hatte das Licht den Schatten abgewehrt. Ich musste schnell raus aus dem Wald und ich spürte, dass der Schatten an diesem Ort immer schwächer wurde. Bald müsste ich den Wald verlassen haben. Der Wandersmann müsste also den Wald überlebt haben, aber wohin ging seine Reise weiter? Lass mich raten, die Inschriften hat vielleicht sein Onkel geschrieben? Du bist im Wald entkommen, die Fähigkeiten werden erloschen. Das Tutorial wurde abgeschlossen, alle Einleitungen werden entfernt. Ach, das war nur das Tutorial. Die Effekte schon ein bisschen schäbig aus. Ich gehe nicht mehr in den Wald. Oh mein Gott, wer bist du denn? Oh, du hast es aus dem Wald geschafft. Meinen Glückwunsch. Es schaffen nicht viele aus dem gefährlichen Wald zu entkommen. Aha. Jetzt muss ich extra rundherum gehen, ja? Oh, speichern. Ein Lagerfeuer! Ja, ich dachte, ich kann mein Lagerfeuer speichern. Guten Tag, Freund. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Ah, jetzt muss ich ihn mal quatschen. Viel Glück auf deiner nächsten Reise. Was? Da schon gespielt und du hast endlich das Tutorial abgeschlossen. Ich bin gut. Oh, ein Schwein, guck mal. Oh, das ist ein Stier, kein Schwein. Sorry. Heutzutage ist es alles dasselbe. Oh, du hast es aus dem Wald geschafft. Ja. Wir bewachen die Stadt vor dem Feind. Wer ist denn der Feind? Ein Waldgnom soll uns vor dem Hüter verwahrt haben. Ich dachte, dieser Gnom wäre eine Legende. Ah ja. Hui. Hallo. Ich sollte sie von hinten nicht ansprechen, sonst erschreckt sie sich. Oh, jetzt sei doch nicht so pingelig. Guten Tag. Mein Mann ist gerade im Keller. Vielleicht hat er eine Aufgabe für euch. Ja. Warum nicht, ne? Oh, guck mal, eine Axt. Das ist übrigens nicht der Keller, ne? Ching Ching, hallo. Ich habe keine Zeit. Ich versuche dieses Fass zu reparieren. Ein großes Ausrufezeichen deutet es sich um eine Quest, die noch gesperrt ist. Erfülle zuerst die erste Quest. Ah ja, na gut. Willkommen zur Stadt, werter Ritter. Zeig mir mal deinen Beutel. Um Gottes Willen, ein Hammer! Ah, sie haben eine Anzahl Schlüssel gefunden. Aber das ist nicht genug. Ich kann euch nicht hereinlassen. Aber nicht versagen, junger Freund. Ich werde es euch erklären, wie ihr den nächsten Schlüssel findet.
Die Schlüssel müssen in einer bestimmten Reihenfolge gefunden werden, aber sollte die Reihenfolge sich unterbrechen, dann werdet ihr statt die Schlüssel nur Gold auffinden. Ah, fast hätte ich es vergessen. Es gäbe noch etwas, das die gefundenen Truhen betrifft. Ich zeige euch diesen Ort. Hier wird das Erlebnis durch die Anzahl der gefundenen Truhen beeinflusst. Je höher die Anzahl der gefundenen Truhen, desto interessanter ist das Erlebnis an diesem Ort. Ich werde euch die Anzahl der gefundenen Truhen verraten. Haltet euch fest! Eine. 0 bis 1 Truhen einfaches Erlebnis, 2 bis 3 besonderes Erlebnis, 4 Truhen Geheimnis. Geheimnis? Aber insgesamt müssen 5 Schlüssel gefunden werden, damit ich euch durch das Tor passieren kann. 4 Schlüssel befinden sich in Finsterwald und der letzte Schlüssel befindet sich... Oh, einen Moment bitte. Jawohl, ich habe verstanden. Das nächste Mal noch ein bisschen kleiner, bitte. Entschuldigung, es war der Leiter von Seelenimperium. Er meint, ich hätte schon genug verraten. Wenn ich es euch verraten würde, dann würde er meine Rüstung in Pink anmalen. Das will doch niemand sehen, oder? Doch. So, jetzt kommt mein vorletzter Text. Schließlich hat er mich erschaffen. Euer Spiel befindet sich am Ende. Möchten Sie das Spiel beenden? Nein. Wie Sie wünschen, kommen Sie jetzt halt zu mir, falls Sie es doch beenden wollen. Gut, ich meine... Ich kann ja jetzt hier wahrscheinlich nichts mehr machen, ne? Tutorial, das Spiel. Bringt mich nicht auf Ideen. Alternativer Titel speziell für dieses Game im Fluss, das ist ein Tutorial, weil... Das ist wirklich gut, ja. Ich meine, ich kann jetzt nichts mehr machen. In den Wald kann ich ja nicht mehr zurückgehen, oder? Ich gehe nicht mehr in den Wald. Na toll. Ja, im Prinzip haben wir halt... Ah, okay, ich bin zurück im Wald. Cool. Warum bin ich jetzt wieder zurück im Wald? Ich dachte, ich will nicht in den Wald gehen. Oh, eine Truhe. Lass mich raten, Game Over. 250 Gold erhalten. Oh. Ich glaube, das war die falsche Reihenfolge. Kann das sein? Okay, ich glaube, das war die falsche Reihenfolge. Na nö, was ist denn hier? Ich gehe nicht mehr in den Wald, das ist ja ein Fehler, ein Grafikfehler. Wie kommt denn das? Ja gut, dass ich jetzt nicht alles finden werde, das war mir irgendwie klar. Es war auch irgendwie nicht nie im Prinzip mein wertes Befinden, hier alles freizuschalten. Ich meine, das, was hier zeitmäßig, das wir hier nicht gefunden haben, das wäre schon ein bisschen fies gewesen, muss ich ehrlich sagen. Hier hat es noch was gegeben, hier hat es noch was gegeben, hier hat es noch ein paar Sachen gegeben. Glückwunsch, du hast 50% der Gebiete aufgedeckt. Wie jetzt? 3 Vogel erhalten. Willst du mich verarschen? Hier rechts ist das Gold, aber wie komme ich zu dem Gold? Die natürliche Landschaft. Endlich kam man aus dem kranken Wald. Die Belohnung ist gesperrt. Ja, okay. Ja, möchten Sie das Spiel beenden? Ja. Bevor das Spiel geschlossen wird, wollen wir einen Blick auf das Endergebnis werfen. Oh, bitte nicht. Gefundene Drohnen 3. Verpasste Drohnen 2. War doch gar nicht mal. Ich bin im positiven Bereich, war doch gar nicht so schlecht. Abgeschlossene Sequenzen 1. Gesamt 4. Verpasste Sequenzen 4. Gesamt 6. Was? Muss ich nicht verstehen. Bevor das Spiel beendet wird, kommt noch ein Abschlussvideo. Oh, Credits. Oh, Peggy. Oh, Avery. Schöne Grüße. Panda Maru.
Schakane! Oh, oh. Oh, der Murdo! Gott der Finsternis! Telias, sag mir jetzt nichts. Denwo. Axeda Yumi, okay. Schnecke! Oh, Janfly. Der Kias! Grüße gehen raus. Muss ich mir auch mal Spiele dazu ansehen. Ach komm, jetzt wollte ich schon sagen, die Credits sind geil, aber... Die vier heiligen Schutzpatrone veröffentlicht. Oh, was? Ein Mensch im Reich der Schatten. Was für eine Freude. Und das hast du alles in den letzten 3 Monaten herausgefunden? Ja. Ich wollte die Wahrheit wissen und den Unterschied erkennen zwischen Hüter und Menschen. Ha. Du liegst mit deiner Schlussfolgerung leider falsch. Bei uns Menschen überträgt sich das Erbrecht sofort. Du bist ein kleiner schwarzer Magier. Aber du, ja, natürlich, das Spiel durch. Godrain, Aratgoir, Duai, Naivoir, Noir, Gozoi, Dua, Toinkarenga. Ja, das war Flucht aus dem Finsterwald. Herzlichen Glückwunsch und ich bewundere erneut dein Durchhaltevermögen. Naja, im Prinzip, wir haben ja nicht wirklich jetzt alles freigespielt. Somit haben wir noch ein bisschen etwas offen, aber hey, 50% haben wir dennoch geschafft. Erstmal Schoki. Moin Chichu, willkommen zurück. Ich hoffe, das Essen war gut. Lass mir mal mein Schoki essen, sonst verschlucke ich mich womöglich. Seele. Ich gehe mal davon aus, dass du zusiehst. Im Prinzip, es gibt gute Ansätze. Teilweise ist auch das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht umgesetzt, aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder so viele Sachen, wo man sich denkt. Wie soll ich sagen? Sagen wir es ein bisschen schlampig umgesetzt. Ich meine, es gibt ziemlich viele Mapping-Fehler zum Beispiel. Die könnte man versuchen, vielleicht da ein bisschen auszubessern, indem man vielleicht ein bisschen Parallax drüber macht. Das würde dann schon mal optisch ein bisschen gut aussehen. Weißt du, die Ansätze sind gar nicht so verkehrt. Du hast ein Intro-Video mit coolen Hintergrundeffekten, aber der Text ist so ein bisschen irgendwie lieblos reingeklatscht, so dass der Text irgendwo steht und somit ist es, fällt das Intro ein bisschen durch die Decke, würde ich jetzt sagen. Ich wollte gerade schon sagen, boah, die Credits sind sehr gut gemacht worden und dann, was ist auf einmal die Musik weg und auf einmal ist schwarzer Bildschirm. Das heißt, auch die Credits gehen wieder unter, verstehst du? Das ist irgendwie so gut gewollt, aber nicht wirklich gut umgesetzt, verstehst du? Vielleicht nochmal alle drin finden. Nein, ich glaube nicht, Chizu. Es ist so, du bemühst dich wirklich und die Ansätze sind auch wirklich toll. Nur es hapert so ein bisschen an der Umsetzung. Es ist so ein bisschen Logik, die was mir hier ein bisschen fehlt. Ich meine, klar. Vieles ist zugunsten des Gameplays, zum Beispiel die Axt. Es wird ziemlich oft eine Axt quasi im Wald gefunden. Und für das, dass man dann eigentlich im Wald ist, dass man dann im Prinzip fast keine Bäume fällen kann. Zum Beispiel der Hammer. Mit dem Hammer kann ich Felsen zerschlagen. Kann ich aber dann doch keine Felsen zerschlagen, weil ich komme drauf, ich kann in dem Spiel eigentlich 2 Felsen zerschlagen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Axt ausgerüstet hätte? Hätte ich dann einen Hammer gefunden? Das ist halt dann so. Es passieren sehr große Zufälle. Aber was mir so ein bisschen stört, die Story ist einfach weird irgendwie. Du bist in der Höhle. Warum bin ich in der Höhle? Was tue ich in der Höhle? Von wo ist auf einmal das Böse? Es ist so ein bisschen.
am Anfang habe ich 5 Sekunden Zeit, irgendein Ereignis zu finden, wo ich gar keine Ahnung habe, wo ich eigentlich suchen soll bei dem Ereignis. Es ist so, weißt du, es ist so. Da war kein Tuch zum Zerschneiden. Stimmt eigentlich, mit dem Schwert hätte man eigentlich Tücher zerschneiden können. Jetzt, wo du sagst, es gibt eigentlich keine Tücher zum Zerschneiden, ne? Ich gebe dem Spiel leider, dazu kommen wir gleich. Es ist zwar, die Ansätze sind richtig toll, aber es scheitert so ein bisschen an dem Ganzen, ne? Videos ist zwar recht cool, aber dann muss ich auch versuchen, dass ich die Videos zumindest die Auflösung so hinkriege, so wie es das Spiel ist. Da muss ich auch schauen, dass die Texte mittig sind und nicht irgendwo hier abgeschnitten sind, ne? Die Credits sind halt auch so jetzt ein bisschen. Das Video ist cool, warte mal. Wir haben doch sicher hier. Movies. Intro. Abschlussvideo, komm. Das ist falsch. Das können wir doch. Mal kurz wegmachen. Moment mal. Bildschirmaufnahme. Ich lese den Chat gleich vor, weil wir haben ja hier natürlich auch die Videos. Wie groß sind die eigentlich? Ja, 334, deswegen ist auch das Projekt ein bisschen größer. Gucken wir mal das Intro, was ich hier, Achso, kann ich das jetzt eigentlich gucken? Ja, können wir gucken, ne? So, siehst du das hier? Es war mal ein Wandersmann, der Text, wenn du einen Text machst, dann schau, dass das in der Mitte ist, ja? Weil das schaut so unprofessionell aus. Das sieht aus so, als wäre es lieblos irgendwie hingemacht worden, der Text, ne? Hier dasselbe, ne? Weiter in die Mitte, mehr zusammen, dann macht die Schriftart anders oder die Schriftgröße kleiner. Ne? Der Text nicht in der Mitte, sowas stört einfach, sowas ist irgendwie, sowas sieht man nicht gerne. Verstehst du? Du spielst das Leben einen jungen Menschen, der von seinem Großvater, belehrt wurde. Ja, aber die Frage ist, warum ist er eigentlich in dem Wald? Ne? Was ich sagen muss, die Zeichnungen, die sind natürlich gut gemacht. Die passt und so, die gefällt mir ganz gut, das passt auch, ne? Dass es hier Voice Acting gibt, ist ja zuerst mal nicht schlecht. Die Frage ist dann, warum sind drei Leute synchronisiert, aber zum Beispiel der Held ist nicht synchronisiert oder der Waldgnom ist zum Beispiel nicht synchronisiert, die Soldaten sind nicht synchronisiert. Wenn ich mich entschließe, dann muss ich es ja ganz durchziehen. Es ist so, wenn ich jetzt nur einen oder zwei NPCs mache von 15, wenn ich hier synchronisiere, dann sieht es wieder so aus wie gewollt, aber nicht gekonnt, verstehst du? Das ist so. Ne? Der Text ist ja in der Mitte. Deswegen wunderschöne Hintergrundeffekte, ne? Wirklich toll gemacht, aber der Text, was dann nicht in der Mitte ist, das ist dann wieder so. Hier. Moment, stopp. So, Text. Nicht in der Mitte. Oben und unten schwarzer Rand. Ja, verstehst du? Das ist so. Ne? Das hier. Der Text passt nicht mal komplett ins Bild, verstehst du? Sieht nicht cool aus. Weißt du, Sonne, Hintergrund, Himmel, toller Effekt. Text, durchgefallen. Und somit ist es Intro. Guck mal, dieser Lichteffekt, ne? Aber das wird alles getrübt von diesem unglücklich positionierten Text. Ne? Das gleiche Abschlussvideo. So. Hier, Text in der Mitte. Toll. Hier wollte ich dann nämlich schon sagen, boah,
hat das richtig geil gemacht, die Creators. Und das meine ich wirklich. Also das ist wirklich ein schöner Abschluss. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, was hier jetzt dann noch gezeigt wird. Ist das jetzt dann noch der Schluss, was ich erhalten hätte, wenn ich alles geschafft hätte? Beziehungsweise geht es dann noch weiter? Aber wenn wir dann weiter so, der Kies und hier, so. Jetzt ist das Problem, hier wollte ich jetzt schon sagen, richtig geiles Intro, aber was passiert hier jetzt? Warum? Warum? Was passiert hier jetzt? Warum ist die Musik auf einmal aus? Warum kommt hier kein Bild mehr? Es ist so... Ein Mensch im Reich der Schatten. Ne? Was für eine Frau. Und den recht sofort. Radko hier, du. Dieser Effekt, der gefällt mir auch übrigens sehr gut. Diese, weiß nicht, Karikatur, wie nennt man sowas in der Fachsprache? Das ist halt so, ne? Ich meine, es ist richtig toll, dass hier Videos drin sind, aber. Ne? Intro. Hier das Lagerfeuer zum Beispiel, wo das Lagerfeuer erklärt wird. Ist ja alles alles toll und so. Nur, es gibt ein Tutorial, wo eigentlich gar nicht alles erzählt wird. Zum Beispiel, dass du nur begrenzt speichern kannst. Apropos Speicherung. Es ist... Ja, also diese Checkpoint-Sache gefällt mir jetzt nicht so. Mir würde es eher gefallen, wenn man wirklich selber speichern könnte. Das Problem ist jetzt halt, du hast viele Aufgaben, die unter Zeitdruck gelöst werden müssen. Es ist, ich sag einmal, ist es okay, wenn man etwas machen muss. Okay, ich muss jetzt schnell sein, so zum Beispiel mit der Hütte. Okay, ich muss Holz finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ist okay. Aber dass ich das dann noch fünfmal weitermache, dann da vergeht dann irgendwie die Lust drauf, wo du dann eigentlich nur noch mehr siehst, ja toll, Zeitlimit, du hast eigentlich keine Ahnung, was du jetzt wirklich machen musst. Du weißt, du hast 20 Minuten. Wenn du es nicht schaffst in 20 Minuten, tja, speichern konntest du nicht, weil es gibt ein Checkpoint-System, dann ist der Frust schon ein bisschen groß, wenn man es nicht schafft und wieder von vorne anfangen muss, verstehst du? Wenn man es natürlich schafft, ist es ja okay, aber du musst auch davon ausgehen, was ist, wenn Leute länger dafür brauchen, weil wenn die jetzt wirklich nicht wissen, was sie machen müssen. Dass ich das Holz bei den Steinen ablegen muss, ganz ehrlich, da bin ich nur aus Zufall drauf gekommen, bei der Hütte, der Ablagestapel, ne? Das, da bin ich wirklich nur zufällig drauf gekommen. Und den Baum, den hätte ich wahrscheinlich auch noch ewig gesucht. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Hilfe jetzt wirklich sofort geschafft hätte. Story, ja, ich meine, von der Story, da kann man jetzt nicht wirklich viel erzählen, weil die Story war sehr weird. Wo man jetzt sagen muss, ich habe echt da noch keinen Schimmer, was es mit diesem Wald auf sich hat. Ich meine, du erzählst zwar kurz, warum das so ist, aber warum bin ich eigentlich in diesen schwarzen Wald gekommen, wie ich quasi vergiftet worden bin? Warum bin ich in diesen Wald gekommen? Warum eigentlich, ne? Was hat diese Spinne eigentlich da auf sich, ne? Und es ist irgendwie so, die ganzen Entscheidungen, es ist irgendwie so... recht demotivierend, sage ich jetzt mal, weil du hast Entscheidungen, hey, ich kann über den Fluss springen, soll ich springen? Ja klar, warum nicht? Blups, du bist untergegangen, weil die Rüstung so schwer ist. Wo ich mir dann denke, Trial and Error ist das, ja, ich meine, kann funktionieren, kann aber nicht funktionieren, verstehst du? So, jetzt gucke ich hier mal, hier wird so viel geschrieben. So, ich gebe dem Spiel leider nur 3 von 10 Punkten. 1 Punkt für die Charakterprofile, 1 Punkt für die Musik sich und 1 Punkt, weil Bären drin vorkamen. Leider sagt mir das Spiel sonst überhaupt nicht zu. Es hat sehr viele Schwächen, aber wenn die hier alle aufzählen würde, wäre es eine kilometerlange Textwall. Gebe Bäche recht, Grundideen sind gut, aber es scheitert an der Umsetzung, der Glaubwürdigkeit, der Handlung und der Qualität der Synchro. Ja, das ist echt so eine Sache. Die wichtigste Person in einem Spiel ist logischerweise die Hauptperson, der Protagonist. Das Ding, was vom Spieler gesteuert wird. Und ausgerechnet der hat keine Synchro.
muss ich Sion auch recht geben. Es stimmt, ne? Die wichtigste Person ist nun mal wir, der Spieler hier. Und der hat natürlich keine Synchro. Deswegen, wo ich vorher gesagt habe, weitere Leute ist eine tolle Sache. Nur wenn ich etwas mache, dann muss ich das auch ordentlich umsetzen. Ich mach's mal stichpunktartig. Zu viele Time-Events, lustlose wirkende Synchronsprecher, zumal manche gar nicht oder nur teilweise synchronisiert werden. Generell haben die Chars keine richtige Persönlichkeit, finde ich. Das kommt auch dazu, das ist das, was ich dir vorher schon gesagt habe, bei deinem James-Spiel, du musst mehr Gefühle reinbringen, ne? Der Waldgnom, ne? Jo, hey, der könnte ja böse sein. Warum sollte jetzt böse sein? Warum ist der überhaupt ein Gnom? Das ist so, verstehst du? Das ist so... Einige Mapping-Fehler, Hauptproblem ist für mich hier, aber vor allem die Wirre-Story. Ne, also du siehst schon, mit der Story kommen die Leute nicht so wirklich zurecht. Es sind sehr viele Fragen, die offen bleiben, muss ich schon gestehen. Bevor das Spiel beendet wird, kommt jetzt das Abschlussvideo. Dieser Hinweis ist noch nutzloser als mein Spiel. Einfach weglassen und das Video abspielen. Der Spieler ist in der Regel jo, nicht so doof, dass er nicht merkt, dass es ein Abschlussvideo ist. Ja, also du erzählst auch viel zu viel, wie zum Beispiel, hey, jetzt kommt das Intro. Ja, natürlich, es weiß jeder, dass das Intro kommt, ne? Zum Schluss, dass man jetzt nur in die Stadt kommt, wenn man alle Schlüssel gefunden hat, ist irgendwie auch so... so richtig demotivieren. Weißt du, du hast es geschafft, aus dem Wald zu kommen, denkst dir, ja geil, und dann gehst du hin zur Stadt, lass mich rein, nö. Du hast im Wald nicht alle Schlüssel gefunden. Also, das Problem ist, du kommst auch nicht mehr zurück in den Wald. Also, alte 4, Spiel neu starten. Und das ist einfach total unbelohnend, wenn man jetzt 3-4 Stunden an dem Spiel gespielt hat und ja, da muss man sagen, okay, es war jetzt für die Katz, ne? Ich habe jetzt 4 Stunden quasi umsonst vergeudet. Jetzt muss ich das Spiel nochmal spielen, weil ich natürlich nicht alles gefunden habe, ne? Weil ich natürlich anscheinend alle Schlüssel brauche, damit ich quasi in die Stadt komme, was ja offensichtlich unser Ziel war. Total unbelohnend. Du musst so ein bisschen... weißt du, warum es in diversen Spielen, Diablo, WoW, die sogenannte Loot-Spirale gibt? Weil es Glückshormone freisetzt. Weil du musst das Spiel auch belohnen, wenn er etwas geschafft hat, ne? Und das ist, der Schluss ist total unbelohnend für meinen Geschmack. Mit dem Abschlussvideo ist Kalligraphie, danke Nemo. Kalligraphie nennt man das, okay. Oder wie man das schreibt, okay, Kalligraphie merke ich mir sowieso nicht, aber sehr schön. Generell hat man das Gefühl, es wird einem alles erklärt. Es ist eigentlich gerade still, merke ich gerade. Wartet mal kurz. So. Was man nicht wissen muss oder will. Witzige Infos werden nicht gegeben. Die Dialoge sind emotionslos. Die Charaktere sind alle austauschbar. Ja, und ohne Persönlichkeit. Das ist noch viel Potenzial drin. Wieso ist man in der Höhle? Warum ist man wirklich in der Höhle? Wieso startet das direkt mit einem Ever-Timer-Event? Ist eine berechtigte Frage, ne? Das Spiel langsam einführen in die Welt, ja. Es ist so. Und ihn alles selbst entdecken lassen, mit an die Hand nehmen. Aber nicht mit 10.000 Tutorial-Videos, ja. Es stimmt schon, was Bondel sagt, ne? Es ist so, du hast zwar 15 Tutorial-Videos, aber du hast keinen Plan, um was es dann eigentlich wirklich geht. Deswegen, wo ich gesagt habe, lieber kein Video machen, sondern... direkt im Spiel, hallo, sammle jetzt einmal Holz, sammle jetzt einmal Stein, mach ein Lagerfeuer. Nur guckst du, mit Holz und Stein kannst du Lagerfeuer machen, kannst du speichern. Beachte aber, du kannst nur einmal speichern. Ne? Dazu würde ich kein Video machen, sondern das würde ich quasi in den Spielfluss mit einbauen. Würde ich machen. Die Anrede hier, Material findet ihr in der Nähe, also wenn ich zocke, bin ich meist allein. Schizophren bin ich auch nicht, also nicht mehrere Personen, sondern nur eine. Red den Spieler einfach mit du an, das macht vieles leichter, meint sie und gerade, und es stimmt auch. Hat er nebenher noch geschaut und wollte Seele hier noch konstruktives Feedback mit auf den Weg geben. Also genau, und es ist oftmals auch eher frustrierend als spaßig, das ist auch ein K.O.-Kriterium für mich. Das beste konstruktive Feedback bringt nichts, wenn es nicht umgesetzt wird. Ich glaube schon, dass sich Seele hier die Kritik zu eigen macht und er drauf schaut. Nur man muss es ihm halt auch mal erklären, richtig.
Ich habe die vorherige Version noch nicht gespielt. Das ist jetzt ehrlich gesagt die erste Version, die ich spiele. Also ich kann jetzt noch nicht wirklich sagen, wie die vorigen Versionen waren. Ich sage jetzt nur ein Schlagwort: Show, don't tell. Here is tell a lot, but don't show. Und das ist und war das unbefriedigendste Ende, schlägt Mass Effect 3 um Welten, das ich je gesehen habe. Man spielt über 3 Stunden und dann hört man, jo, du hast nicht alles gefunden. Ja, es ist halt das, was ich... Die Frage ist, stell dir jetzt die Frage, Seele, warum soll ich das Spiel jetzt nochmal spielen? Es war total unbelohnend. Die Story ist jetzt nicht so wirklich überragend oder nicht genug erzählt worden, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich mir nochmal quasi fange ich nochmal einen Run an. Jetzt werde ich nochmal 4 Stunden in diesem Spiel verbringen. Dazu ist wirklich noch einiges im Argen, wo man hier wirklich nochmal drüber schauen sollte. Wie gesagt, die Ansätze sind toll, man bemüht sich hier. Das Mapping an sich ist jetzt nicht so verkehrt. Es gibt viele Fehler, jetzt behaupte ich jetzt noch, so wie diese Schatten hier zum Beispiel, die man hier zum Beispiel sieht. Es sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Du bemühst dich, das ist toll. Nur man muss hier wirklich nochmal ein bisschen drüber gehen, damit das auch so ein bisschen Hand und Fuß hat. Ne? Bei dir fehlen so viele Puzzlestücke und wenn du ein Spiel veröffentlichst oder herzeigen möchtest, dann musst du wirklich alle Puzzleteile drinnen haben, verstehst du? Bei dir ist das alles so lückenhaft. Ne? Das ist so immer so halb-halb, ne? Du möchtest Gefühle ausdrücken, schaffst es aber nicht. Du möchtest ein geiles Intro machen, funktioniert aber nicht. Der Abschluss hätte toll sein können, die Credits, aber dann ist wieder dieses Video, was einfach so abrupt stoppt, ne? Verstehst du? Ja, Chizu, die Musik war auch teilweise sehr schön, da gebe ich Chizu recht, die Musikwahl, die war eigentlich gar nicht so verkehrt, die hat mir auch ganz gut gefallen, die hat auch teilweise motiviert. Was mir noch gerade einfällt, dieser Effekt, während du Holz suchst, also während dich dieser Schatten verfolgt. Es ist grauenvoll, die ganze Zeit diesen Effekt in den Augen zu haben, das tut tatsächlich irgendwann in den Augen weh. Bitte reduziert das. Es macht irgendwie keinen Spaß, wenn man ständig nur auf diesen Effekt schaut. Du musst auch daran denken, es gibt vielleicht Leute, die haben Probleme mit solchen Effekten. Die werden an dieser Stelle sicher beenden, dieses Spiel, weil sie damit nicht zurechtkommen. Verstehst du? Die Soundeffekte zu oft und teilweise penetrant, ja. Die Map selbst wirkt jetzt auch nicht wie ein Wald. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir unter dem Finsterwald ein bisschen etwas anderes vorgestellt. Es ist irgendwie, es kommt auch nicht so wirklich jetzt wie ein Wald rüber. Da muss ich neben auch recht geben. Und gegebenenfalls eine Korrekturleser fragen, ja, es gibt auch einige Rechtschreibfehler, also da sollte man auch nochmal drüber gehen. Ja. Ja. Rechtschreibfehler, Grammatikfehler etc. passieren uns allen und dem Schreiber selbst fallen sie oft nicht auf. Kann ich bestätigen, ist bei mir genauso. Deswegen nochmal jemanden drüber lesen lassen, der gut in Rechtschreibung und Grammatik ist. Da muss ich Bondelkram auch recht geben. Chea sagt, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber es gibt wirklich keinen Punkt in dem Spiel, der mich anspricht. Das klingt jetzt hart, aber das ist meine ehrliche Meinung. Jeder kann ja natürlich seine ehrliche Meinung abgeben, das ist ja kein Problem. Wir wollen ja hier dieses Spiel nicht zerstören, wir geben hier konstruktive Kritik ab. Und na, es sind halt viele Fehler passiert. Man kann diese Fehler natürlich ausmerzen, man kann sich hinsetzen, man kann dieses Projekt natürlich überarbeiten und etwas daraus machen. Wie gesagt, der Ansatz ist ja nicht verkehrt, die Idee dahinter ist ja nicht so verkehrt, aber es ist noch so, man muss da ein bisschen einen Leitfaden schaffen. Das Problem bei dir, Seele, ist, du hast alles in deinem Kopf, du weißt, was alles passiert. Du schaffst es aber nicht, dieses Wissen den Spieler vernünftig rüberzubringen. Ne? Weil es fehlen einfach so viele Sachen, wo du dir als Spieler denkst, warum, wieso? Natürlich, in deinem Kopf ist das alles drinnen, aber du musst es auch verständlich für den Spieler machen, der nichts von diesem Spiel weiß, der was dieses Spiel vorher noch nie gesehen hat.
Deswegen mache ich auch diesen Ersteindruck, deswegen versuche ich mir vorher auch so wenig wie möglich von dem Spiel anzusehen, eben weil ich mit diesem Ersteindruck reingehen möchte, weil ich das Spiel ja auch eigentlich verstehen muss, ohne hier jetzt großen Aufwand zu betreiben. Es kann nicht sein, dass ich erst 15 Tutorial-Videos brauche, nur damit ich das Spiel verstehe. Ein Tutorial-Video kann ich dann machen, wenn es sich zum Beispiel um eine Mechanik handelt, die jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ist, verstehst du? Aber dass ich jetzt ein Video mache, wo ich jetzt ein Lagerfeuer anzünde, das wäre mit zwei, drei Textzeilen, hätte das auch funktioniert, ne? Na? Ich muss sagen, das Gem-Game hat mir ein bisschen besser gefallen. Hier in diesem Spiel, es ist halt ein bisschen viel im Argen. Im Argen, also es ist jetzt nicht alles so... Es trifft jetzt nicht alles meinen Nerv. Es gibt ja ein bisschen Kritik, die muss man jetzt einmal verstehen und so. Und na, man muss dann halt schauen, was man daraus macht. Und ja... Hier schon sind schon ein paar Punkte angesprochen worden. Einer vergibt 3 von 10 Punkten und so im Chat hier. Meine persönliche Meinung ist es, ich gebe diesem Spiel 4 von 10 Punkten, weil, wie gesagt, Story ein bisschen wird. Es sind ein bisschen zu viele Mapping-Fehler, also es ist schon... Da kann man sicher noch einiges rausholen. Es gibt ziemlich viele Rechtschreibfehler und es ist irgendwie, das Spielgefühl ist irgendwie richtig demotivierend. Es ist nicht belohnenswert. Naja, so wenn du dann zum Schluss stehst und nope, du kommst hier nicht rein, nach 4 Stunden, denkst du dir, ja, geil halt, ne? Das ist aber nur eine vorläufige Wertung. Was der Entwickler jetzt daraus macht, das bleibt ihm überlassen. Vielleicht ist er eher mit den Ergebnissen zufrieden, kann ja auch sein. Ich gebe hier jetzt quasi konstruktive Kritik ab. Du weißt jetzt, was ich davon halte, du weißt das, was der Chat davon haltet. Ergo, die Community, also das Forum. Ja, nicht böse sein, es ist eine, die Kritik ist nicht böse gemeint. Man will dir natürlich helfen, man will ja das Spiel nicht zerstören, man muss aber solche Punkte natürlich ansprechen, ne? Problem bei dem Video auch, was passiert, wenn man zum Beispiel die Map ändert oder den passt, dann muss man das Video auch komplett neu machen. Richtig, das ist aber dann eine Entscheidung, was der Entwickler tragen muss. Das stimmt schon. Das Spiel ist ja schön, findest du, dass mein Text einen Eindruck erzielt? Nee, das Problem ist immer, umso mehr Kritik, das man hat, umso gekränkter sind die Leute. Verstehst du? Und ich will jetzt nicht, dass die Leute gekränkt sind, dass die Leute total demotiviert aus dem Stream gehen, dass sie jetzt einfach sagen, jo, das Projekt kommt in die Tonne, sondern ich will quasi diesen Mut erzeugen, an dem Projekt weiterzuarbeiten, dass damit ein schönes Projekt wird. Ja, nicht, dass man dann jetzt sagt, jo, okay, das Spiel findet man scheiße, deswegen zack, ab in den Papierkorb. Nee, man soll eben die Motivation besitzen, an dem Spiel zu arbeiten. Ne? War ja bei mir auch zum Beispiel Sacrifice, hat es auch viele Fehler gegeben und durch die Videos dann, danke an Mood und Berchi, konnte ich mich da mal hinsetzen, weil ich gewusst habe, okay, hier und da und hier ist noch was in Argen, jetzt wird auch noch etwas in Argen sein, deswegen setze ich mich hin und schaue, wie kann ich das Problem lösen, ne? So sehe ich das. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das dann sehen. Einer kommt mit der Kritik besser um, der andere wieder weniger. Und da muss man halt ein bisschen darauf achten. Videos sind zwar recht aufwendig erstellt, aber das ist irgendwie vergeudet. Stimmt leider. Ich gebe einen Punkt aus dem Mapping, das ja grundsätzlich okay ist. Einen für die Auswahl der Musik und einen für all die Arbeit, die reingesteckt wurde. 3 von 10 sozusagen, sagt Bondelkarma. Denke, alle haben das Ziel, dass seine Spiele von mehr Leuten gespielt werden und ohne Kritik ist das schwer möglich. Das stimmt, eben. Und das geht's hier ja, ne? Der Sinn an diesem Stream ist ja, dass man darauf aufmerksam macht, dass man dieses Spiel jetzt wirklich objektiv bewertet und da dann der eigentliche Entwickler Resümee daraus schließen kann. Andere fangen halt an, spielen 5 Minuten und lassen es sein und man erfährt es nie. Genau, das ist leider auch so ein Problem. Deswegen mache ich ja diese Streams auch hier. Ziel will ja auch kommerziell werden, von daher sollte man da für Kritik sich ein dickes Fell aneignen. Das stimmt, natürlich. Ne?
So. Gut. Das hätte ich dazu zu sagen. Ich denke, es sind mal grobe Punkte angeschnitten worden. Ne? Ich danke dir auf alle Fälle, dass ich das Spiel spielen durfte. Es war eine schöne Erfahrung. Ich hoffe, du hast jetzt auch erfahren, was du besser machen kannst. Wenn du genaue Fragen hast, du kannst dich ja gerne noch an mich wenden. Wenn du Fragen zu irgendetwas hast, wenn du jetzt vielleicht nicht verstehst, was du besser machen kannst, melde dich doch einfach in Forum. Die Leute werden dir sicher auch gerne helfen. Wenn du Fragen hast, wie man richtig Videos macht, wenn du wirklich daran festhalten möchtest, frag mal die Leute. Es gibt Leute, die setzen sich auch mit Videos zusammen. Wie macht man einen schönen Trailer und solche Sachen, falls du hier Hilfe benötigst. Dafür ist ja auch das Forum hier, ne? Dafür machen wir das ja, das Ganze.